Mai, aber in die Richtung geht's. Die Ash weg. Tomnook weg. Ah, ich bin in Breath of the Wild. Nach 320 Stunden stehe ich jetzt im Schloss Hyrule. Der Sinn des Ganzen, also die Quintessenz der Existenz von Link ist ja, gegen Ganon zu kämpfen. Was mir sowas von Wuppe war. Die Tatsache allein, dass das Spiel so aufgebaut ist, dass man wirklich machen kann, was man will. Also machen kann, man kann hinlatschen, wo man will, man kann tun, was man will und das ist schon geil. Das ist schon geil. Ich war zwar, wie gesagt, beim ersten Mal völlig überfordert mit diesem Konzept, weil wie, ich darf machen, was ich will. Was muss ich denn jetzt machen? Ich brauche ja sowas wie eine Story. Meistens ist es dann aber so, dass ich in Story spielen nach der Story halt keinen Bock mehr habe. Weil es ist alles getan. Bei Pokémon war es dann vielleicht noch ein paar Pokémon zu sammeln, um eben Shinies zu bekommen. Okay. Aber dann, ja, hier sind es ja zum Glück die ganzen Aufgaben, beziehungsweise dadurch, dass die eben neu kommen, die Charaktere, und trotzdem sind sie ja immer wieder gleich. Ne? Deswegen, ich hätte unheimlich gern viele verschiedene Charaktere. Nur 8 ist mir zu wenig. 8 ist einfach zu wenig. Hier sind es ja sogar nur 6. 3 Kerle und 3 Mädel Charaktere. Und dann sind sie ja zum Glück erweitert worden auf 8 Stück insgesamt, aber auch 4 Kerle, 4 Mädels. Das begrenzt das Ganze auch wiederum. Ich fände es total klasse, wenn auch so dieses Miesepetrige bei den Mädchen vorhanden wäre. Oder das Arrogante bei den Jungs. Gut, das Selbstsicher, ne? Also, das ist auch schon wieder so ein Ding. Gendern ist für manche uncool und unnötig. Ja, aber die Tatsache, dass bei den Jungs hier selbstsicher gesagt wird und bei den Mädchen arrogant, hochnäsig, finde ich dann schon merkwürdig, weil das Gespräch, was die einem drücken, ist schon sehr ähnlich. Ne? Also bei den Jungs klingt es ein bisschen zu positiv, dafür, dass sie halt arrogante Ärsche sind. Und bei den Mädchen klingt es mal wieder sehr negativ. Ne? Also es ist... ja, also da bin ich schon für Gleichberechtigung, ganz ehrlich. Aber das heißt ganz ehrlich, natürlich bin ich ehrlich, ne? Wenn ich nicht ehrlich wäre, wäre ich ja doof. Hey, guten Morgen, Claudi. Du siehst aus, als wärst du so energiegeladen wie jeden Morgen, Mann, hätte ich nur ein Jutfahrteil des Melons. Worum geht's? Hast du Hilfe nötig? Claudi, wie willst du denn Sachen tragen, wenn deine Taschen voll sind? Du wolltest das Zeug doch nicht etwa auf den Kopf tragen, Quark. Ja, ich muss erst was verkaufen, um mich und meine Dienste anzutragen. Ja, und in Breath of the Wild stehe ich jetzt gerade, wie gesagt, im Schloss Hyrule, sozusagen dem Endpunkt. Und nicht nur das, ich stehe tatsächlich vor der Eingangspforte, vor dem Kampf Ganon gegen Ganon. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass als ich das angefangen habe, das Spiel, und es hieß in diesem ersten Intro, in der ersten Filmsequenz von wegen, Link, hilf mir. Und ich so, nö. Ich hab da keinen Bock zu. Du hast dich schon immer und ewig in diese Bredouille gebracht. Das Konzept von wegen, ich muss die Prinzessin retten, das geht mir mittlerweile so am Poppes vorbei. Ich meine, die Story wiederholt sich seit 20 Jahren. Das ist für die einen sehr schön, weil Nostalgie und
Beständigkeit. Und so muss die Ordnung eben sein. Das Schöne daran ist an Breath of the Wild, die haben tatsächlich versucht, Zelda ein bisschen mehrdimensional zu zeigen. Und nicht so, die dusselige Nuss hat sie schon wieder entführen lassen. Was ja zum Beispiel bei Peach und Super Mario, Mario eben auch immer ist. Weil, ja, es ist halt das Prinzip, du musst irgendeine Tante retten. Du bist der Kerl, musst die Tante retten. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch schön, ne? Das ist so ein bisschen wie in der Kindheit, wenn du irgendwelche Märchen gelesen hast und dachtest dir, ja, der Ritter muss halt die Prinzessin retten. Und ich als Kind dachte mir, meine Fresse, stellen die sich so dran, ey. Warum können die sich nicht selbst retten? Müssen sie jetzt warten, bis irgend so ein Heinz angekleckert kommt? Deswegen war ich als Kind auch nie Prinzessin. Ich war, wenn dann, eher die Ritterin. Ne? Weil derjenige, der was tut und nicht rumhockt und wartet, das war nicht so mein Ding. Also zumindest in den Geschichten sind die Tatkräftigen sind meine Favoriten. Und die Tatkräftigen waren halt immer die Kerle. Und ja, deswegen dachte ich als Kind, Junge müsste man sein, dann darf man viel mehr. Ich wollte nie wirklich Junge sein, in dem Sinn. Ich wollte halt das tun dürfen, was Jungen angeblich tun dürfen. Von dem ich dachte, dass das so von der Gesellschaft suggeriert wird, was Jungs zu tun haben und was Mädels zu tun haben. Du meine Güte, Claudi. Wie nett von dir vorbeizukommen und dich mit mir zu unterhalten. Du bist wirklich ein Schatz, Quaggy. Ruf mich einfach, wenn du mich siehst, okay? Versprochen. Es muss einen Grund geben, weswegen du hierher kommst, Quaggy. Brauchst du was? Oh, du kommst gerade richtig. Ich habe Chang neulich ein Kinderbuch geliehen. Brauche es jetzt aber selber. Ich habe Chang gebeten, es zurückzugeben. Hab nur noch mal keine Lust mehr zu warten, keine Zeit, es abzuholen. Ich frag dich nur ungern, aber könntest du es für mich abholen, Quaggy? Hallo? Ach, fick dich. Du, Claudi, du wirst sicher dein Bestes geben. Werde ich. Ich werde aber jetzt noch erstmal andere anquatschen, weil da war nämlich Wilma und solange man die sieht, sollte man die anhauen. Heidi, weil die sind ruckzuck woanders und dann guckst du blöd. Ich hab jede Menge Briefpapier, Freude. Hübsch. Sehr fröhliches Muster. Ja, ich stehe da so im Schloss Hyrule in der Pforte und guck so an die Decke und da hängt dann so ein komisches, pulsierendes Spinnensackbeutel-Dingens. Und ich weiß, das ist Ganon und das erste, was ich gemacht habe, ich habe gespeichert, weil ich habe keine Lust. Ich will nicht gegen den kämpfen. Ich weiß, ich wollte eigentlich nur ins Schloss, weil es da ein paar Quests gibt, zum Beispiel in der Bibliothek ein Rezept zu finden, bestimmte Ausrüstungsgegenstände zu fotografieren. Ja, und ja, aber das ist so ziemlich der einzige Grund, warum ich da bin. Okay, ich verstehe dich. Und ich bitte dich, deine Stimme ein paar Dezibel zu senken. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Und deshalb so Kopfschmerzen, dass mir fast mein Kopf platzt. Dieser ganze Horror-Schlafmangel ist der Erzfeind schöner Haut, weißt du? Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir? Ich will einen Job. Immer wenn ich gerade an dich denke, tauchst du auf, Claudi. Willst du mir wirklich helfen? Dann könntest du zu Jeanette gehen und mein Pokémon Pikachu holen. Jeanette leiht sich immer Sachen und bringt sie dann nie zurück. Pass bloß auf. Machst du das für mich? Hm? Ah, ich verlasse mich auf dich, Claudi. Bitte enttäusch mich nicht. Hm, jup. Also Swoozy muss ich jetzt nicht unbedingt anquatschen, weil der ist ja in der Nähe von seinem Haus. Dann weiß ich wenigstens, wo er ist. So, Jeanette. Hey, nochmal guten Morgen, Quaggy. Es muss doch einen Grund geben, weswegen du herkommst, Quaggy. Ich will was holen. Ich weiß, ich hätte es nicht so tun sollen, aber ich habe Wally das gute Stück geliehen.
als ich genug davon hatte? War das unhöflich? Schon, oder? Könntest du das Teil bei Wally abholen? Und schon lächelt sie. Oh, erst mal so ein bisschen bedrückt und dann, oh, lächelt sie. Gut, jetzt gehen wir Wally suchen. Und dann habe ich mir halt im Internet, ich habe mal vor Ewigkeiten, habe ich mir angeguckt, wie man Ganon besiegt und dachte mir so, ah, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Das wäre machbar. Ich meine, dass es machbar ist, ist mir schon klar, ne? Aber selbst für mich wäre es machbar. Wenn man eben die ganzen Pattern, also die Bewegungsmuster von ihm sich vorher mal gut anguckt. Und dann kriegt man das schon hin. Das Problem ist, man muss halt ein paar Mal wahrscheinlich gegen den kämpfen, um die Bewegungsmuster zu lernen. Und, Hey, guten Morgen, du platzt fast vor Energie, was? Oh ja? Ich bin noch nicht voll da, um die Wahrheit zu sagen. Ich bin eben erst aufgestanden. Hoppla. Ich glaube, dieser Morgen ist mein Untergang, Heuja. Egal, du willst doch sicher irgendwas, oder? Heuja. Was soll denn? Nee, ich will ja nicht nerven, aber könntest du das für mich zurückbringen, Heuja? Das wäre eine große Hilfe. Ich hoffe, Wilma ist nicht sauer auf mich, weil ich das Ding so lange bei mir hatte. Macht doch nichts, oder? Okay, toll, cool. Auf geht's, Heuja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, meine Erfahrung, meine Erinnerung an Ocarina of Time war halt, mit Haaresbreite den Endgegner geschafft, nach X Versuchen, und als er dann sozusagen stirbt, und du so, ja, endlich! Startet plötzlich eine zweite Phase und er verwandelt sich in einen anderen Gegner. Ich hätte kotzen können. Ich hätte echt kotzen können. Dieses Ja und dann Wumm, volle Lotte in die Fresse rein. Deswegen war das Erste, was ich in Breath of the Wild mir dachte, als die meinten von wegen, ja, komm ins Schloss, hilf mir, rette mich, Ganon besiegen, la la la. Und ich so, lass mich doch von euch nicht verarschen. Und es ist tatsächlich in Breath of the Wild ja wieder so, dass der eine zweite Phase hat. Aber die zweite Phase soll nicht so schlimm sein, habe ich gelesen. Aber die soll einfacher sein mit einem gewissen Bogen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die in dieser Phase bekomme oder ob ich die mir den vorsuchen muss. Und wie gesagt, ich stehe jetzt in Schloss Hyrule. Der Blutmond ist schon an dem Fenster vorbeigezogen. Aber ich habe gelesen, dass die das so geändert haben, dass die Gegner, wenn man sich im Schloss befindet, nicht respawnen. Das ist schon mal gut. Also das heißt, solange ich mich da drin befinde, bleiben die Gegner auch tot. Das ist schon mal geil. Dann kann ich wenigstens alles, was ich befriedet habe, kann ich dann nochmal durchsuchen nach Items. Pfeile. Und ja, meine Pfeile gehen sehr stark zur Neige, weil meine Trefferquote ist unterirdisch. Aber ja, wie gesagt, der Witz daran ist, das Einzige, was man mit dem Bekämpfen und Siegen über Ganon erreicht, ist, dass eine Filmsequenz gestartet wird. Ich wüsste nicht, was es da noch als Belohnung gibt, weil wenn dann Schluss ist ja nicht Schluss, es ist ja dann nicht Friede. Nein, der ganze Käse fängt ja wieder von vorne an. Ganon ist schlimmer als Fußpilz, den wirst du nicht los. Das ist ja der Witz an den ganzen Spielen. Immer wieder das Gleiche, nur auf andere Art. Das ist schön. Das ist wunderschön. Deswegen, ich liebe Breath of the Wild. Da durch die ganzen Landen zu reisen und Dinge zu tun und Orte zu erkunden, geil. Einfach nur geil. Und unfassbar entspannend vor allen Dingen. Ne? Und dann halt auch mal irgendwann rauszukriegen, wie man bestimmte Gegner abmurkst, das ist schon, oh. Und mein Kampf gegen Leuen ist nie gleich. Ich weiß jede Menge Tricks, aber das Problem ist halt, wenn so ein Vieh auf mich zurennt, werde ich so panisch, dass ich, ja, ich brauche mehr Routine. Und mehr Leuenherzen, sonst würde ich wahrscheinlich gegen die gar nicht kämpfen wollen. Und weil die geile Waffen haben, okay. Aber wie gesagt, es nutzt im Endeffekt überhaupt nichts gegen Ganon gesiegt zu haben, weil die ganze Scheiße dann wieder von vorne anfängt.
Also man besiegt ihn und dann wird das Spiel ist zu Ende, ja. Aber der nächste Ladepunkt ist dann ein Schritt vor Ganon, also vorm Endboss. Sodass du eigentlich nochmal gegen ihn kämpfen könntest. Und mein Hirn sagt dann, was soll denn der Mist? Ja, wenn es nichts bringt, warum soll ich es dann tun? Ne? Ja, ich meine, du könntest diese wunderbare Erfahrung des Sieges natürlich mit einkalkulieren. Das bringt's. Nur ich denke mir dann halt, mir doch egal. Du liebe Zeit, du schon wieder. Ja? Bäh. Komm mir doch gleich mal zusammen. Was kann ich für dich tun? Bäh. Lieferung. Oh, mein Pokémon Pikachu. Hast du mir tatsächlich zurückgebracht, Claudi? Ich danke dir vielmals. Bäh. Ich möchte dir danken. Möchtest du dieses Brief von mir haben? Du kannst mir dann auch mal schreiben. Ja, könnte ich. Sehr schön gemacht, siehst du? Ich muss es nicht bereut haben, dich um Hilfe gebeten zu haben. Ja, das ist sehr freundlich von dir. Also, im Sinne von nicht. So, hier pflanze ich nichts hin. Das ist mein Laufweg, das würde die Blümchen nur kaputt machen. Hallo, mein Freund. Hey, guten Morgen. Claudi, du bist ein Frühaufsteher, richtig? Oh ja, Quacko. Ich verrate dir etwas. Ich habe das Gefühl, dass heute was geschehen wird, Quacko. Mann, das ist ein gutes Gefühl. Gib mir eine. Oh yeah, yeah, Quacko. Sag mal, Claudi, was gibt's Neues, Quacko? Brauchst du was? Mal nachdenken. Nein, mir fällt nichts ein. Mir fällt sogar überhaupt nichts ein. Vielleicht nächste Mal, Quacko. Naja, vielleicht. Sag mal, Jeanette hat mich doch zu irgendjemand geschickt, ne? Wer war denn das nochmal? Also, Moment, Wilma hat mich zu Jeanette geschickt, Jeanette zu Wally und Wally gab es mir für Wilma. Aber Jeanette wollte doch auch mich irgendwo hinschicken. Zu wem? Ach, Chang. Chang. Okay. Lupo ist nicht zu Hause, oder? Ja gut, es ist Tag. Dann ist vielleicht das Licht nicht an. Das ist doch Lupos Haus, oder? Okay. Gut. Ist nicht da. Der Strom hat irgendwo rum. Hallo, Patricia. Hey, guten Morgen. Du Platzfrost für Energie, was? Nun ja. Ich bin doch nicht so voll da, um die Wahrheit zu sagen, bin ich ihm erst aufgestanden. Um die Uhrzeit. Hoppla. Ich glaube, dieser Morgen ist mein Untergang, Mona. Was ist los, Mona? Hilfe nötig? Moment, ja, ich hätte da was. Nee, hab mich vertan. Tut mir leid. Aber ich habe doch nichts zu tun. Sorry, hab mich geirrt. Hier in die Ecke einen Blumen stellen? Ich glaube sie ja nicht, ne? Nee. Gestern hat es noch geschneit, damit heute Geroiden sind, auszugraben sind. Und schon ist es hier alles so grün. Ich habe heute die Heizung ausgeschalten. Es sind zwar nur 9 Grad, aber ich fühle mich richtig fast wie im Frühling. Ist richtig geil, ne? Richtig cool. Heute so richtig schön warm. Ah ja, gut, ich kam auch gerade aus der Dusche. Vielleicht deswegen. Nee, ich dusche ja kalt. Also, gut.
gut, im Winter nicht. Also im Winter ist es, also, da kommt ja so eiskalt das Wasser bei mir aus der Leitung, ist der Wahnsinn. Ne? Das kommt ja bei mir tatsächlich. Wir wohnen hier im Grunde genommen auf einem riesigen Sandsteinberg. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt. Auf jeden Fall ist es unfassbar kalt, das Wasser im Winter bei uns aus der Leitung. Also es ist, ja. Im Sommer ist das gar kein Problem. Da ist so eine eiskalte Dusche, ist richtig belebend. Im Winter, boom, auch, da muss ich tatsächlich mal den Boiler anschmeißen. Hey, guten Morgen. Du erinnerst dich doch an meinen Namen, stimmt's, Mo? Erinnerst du dich? Wie heiße ich? Ja, ich bin Sven. Ist das peinlich, aber ich bin irgendwie fast wahnsinnig geworden. Ich vergesse oft meinen eigenen Namen. Also sag, was willst du, Mo? Will er nicht? Gerade hatte ich was. Warte mal. Nein, doch nicht. Tut mir leid, Mo. Der alte Mann ist so goldig. Mit seinen weißen Hörnchen und weißen Augenbrauen. Die Augen funktionieren eigentlich. Das ist doch goldig, der Kerl. Der ist so knuffig. Hallo Claudi, ich wünsche dir einen guten Morgen. Es ist wirklich eine reine Freude, einen Morgenspaziergang zu machen, oder? Machst du auch einen Morgenspaziergang? Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun? Gibt es mir Arbeit? Oh je, gerade hätte ich noch was für dich zu tun gehabt. Aber darum hat es sich jetzt um jemand anders getrümmert. Vielleicht nächstes Mal. Weißt du, Claudi, du hast einen ungewöhnlichen Namen, Bibbe. Ich finde ihn sehr ausgefallen. Ich habe seit gestern Morgen darüber nachgedacht. Jawohl, Bibbe. Das macht mich nicht zu einem Spinner, oder? Also, was willst du, Bibbe? Brauche Arbeit. Was? Arbeit? Ich habe keine Zeit für sowas. Oh, Arbeit für dich? Ach so, also was anderes. Ja, da gibt es eine Sache. Bringst du diesen Futterbocher zu Frieda? Frieda hat mich neulich besucht und bei mir vergessen. Mann, was für ein dummer Beutel, was? Also, hilfst du mir, Baby? Ich will es ja selber machen, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Jo. Ja, so sieht's aus. Auf geht's, Baby. Ach, diese Aufgabe ist ja sowas von schön. Ne? Die wohnt direkt nebendran. Nur weil die sich als Nachbarn nicht grün sind, ne, muss ich das tun. Das macht mir gar nichts. Du liebe Zeit, du schon wieder, ja? Griff. Übrigens, brauchst du irgendwas? Liebe. Moment mal, ist das nicht mein Fotoapparat? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ihn verloren habe, Griff. Ich habe ihn bei Jens vergessen, stimmt's? Verflixt. Das ist ziemlich nachlässig von mir. Ich muss dir sagen, Claudi, es tut mir leid, dass du an diesem Nonsens beteiligt wurdest. Schrecklich leid. Dieses Outfit ist mein Dank für deine Hilfe. Ich bin sicher, es gefällt dir. Eine sehr beeindruckende Leistung. Vielleicht habe ich es vorschnell über dich geurteilt. Danke. Ein Zip-Out? Nö. Das ist nicht out. Das ist nur schwarz, ne? Schwarz mit einem weißen Reißverschluss. Ich glaube, Wally rennt da gerade in seinem Outfit rum. Und bei ihr steht es aber immer schon. Thank you.
Morgen. Ach, Claudi, du bist ein Frühaufsteher. Ich oh ja, Lebe. Ich verrate dir was. Ich habe das Gefühl, dass heute etwas geschehen wird, Lebe. Oh Mann, das ist ein gutes Gefühl. Gib mir ein oh yeah, yeah, Lebe. Egal, du willst doch sicher irgendwas, oder? Also, worum geht's, Lebe? Ich will einen Job. Wenn du keine Zeit hast, dann geht's halt nicht. Aber falls doch, könntest du mir einen Pfirsich suchen. Ich habe schon so lange keinen Pfirsich mehr gegessen, dass ich jetzt an nichts anderes mehr denken kann. Wäre das lustig gewesen, wenn gerade ein Pfirsichbaum vor ihm gestanden hätte. So komisch. Habe ich denn noch genug? Ja. Ich hab genug Platz. Ist nicht zu Hause gewesen, ist jetzt noch nicht gefunden. Chang ist auch nicht zu Hause. Muss ich doch ein bisschen genauer gucken anscheinend, weil... Okay, Bertha. Hi, einen schönen Morgen, nicht wahr? Ich nehme an, du bist von der Sorte früh zu Bett und früh raus, stimmt's, Claudi? Also, Claudi, was willst du? Gefallen will dich? Danke fürs Fragen. Leider habe ich keine Arbeit für dich. Aber nett, dass du fragst. Okay, kein Chang. Jetzt offiziell 11.53 Uhr. Lebe. Sag mal, Leute, was gibt's Neues, Lebe? Ups, Zeit. Wahnsinn, ein Pfirsich. Claudi, du bist ein Held, Lebe. Das kann ich nicht annehmen. Ja, ich gebe dir 536 Sternis. Dann wenigstens mehr als das Ding wert ist. Ne? Danke für das Obst, Claudi. Du bist einmalig, Lebe. So. Ich jetzt keinen Reich hier oben? Ja, doch, ne? Ja, ich war hier. Jetzt fehlen mir zwei Personen. Also Tiere. Persönlichkeiten. So. Ah, und dann habe ich noch gesehen, wie man Ganon, also den ersten Ganon, mit einem Glitch innerhalb von wenigen Sekunden mit nur einem einzigen Schuss töten kann. Also, weil abgesehen davon, dass ich nicht die nötigen Materialien für dieses Unterfangen habe, weil man braucht einen 5er Chimären-Schussbogen und mindestens einen antiken Pfeil. Und ich glaube, ich habe die mal wieder alle verballert. Weil, wie gesagt, ne, ich habe auf etwas geschossen, das nur wenige Meter von mir entfernt war. Und ich habe mal wieder nicht getroffen. Und ich habe nur einen 3er Chimärenbogen. Das heißt, ich muss mal einen neuen platt machen. Also, ja, ich bin ehrlich gesagt wirklich versucht, in einem Singleplayer-Modus, wo es um nichts geht, außer um meinen eigenen moralischen Standard, diesen Glitch wirklich in Erwägung zu ziehen. Allerdings, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich an dieses eine, an diesen einen besonderen Bogen rankommen soll. Ob das, wie gesagt, ich bekomme, wenn ich Ganon besiegt habe, bevor dann eben der zweite Ganon kommt. Oder ob ich mir den vorher irgendwo anders suchen muss. So, ja, ich bin ja schon. Also sagen wir mal so, die Frage stellt sich im Moment noch nicht, ne? Weil, ja, mir fehlen sowieso die Utensilien dafür. So, jetzt muss ich noch ein bisschen suchen, wo der Gute ist, der Changi. Ha ha ha.
Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist den Schrein in dem Schloss zu suchen. Wenn ich dann irgendwann nochmal komme, dass ich dann halt nicht so den ganzen Weg mir nochmal da durchkämpfen muss. Wahrscheinlich muss es ja doch. Weil der Schrein ist relativ weit weg. Aber zumindest habe ich das, was ich machen wollte, habe ich erreicht. Also ich habe die ganzen Schilde und Waffen und so fotografiert, die für die Bibliothek ja dieses eine Quest nötig sind. Und das eine Rezept habe ich gefunden. Das ist natürlich ganz große Klasse. Loot ist geil. Und sagen wir mal so, dadurch, dass es ja Videos gibt, wie man Ganon besiegen kann, könnte ich mir das ja eigentlich auch drauf schaffen. Und dann wenigstens mal selber probieren. Ne? Und wenn ich dann wirklich so dreimal hintereinander versage und es einfach nicht gepeppert kriege, dann kann ich mir ja immer noch überlegen, den Cheat zu benutzen. Also Cheat, Glitch ausnutzen ist Cheaten. Schummeln. Und ich habe ja schon geschummelt in dem Spiel. Ne? Ich habe ja diesen einen Wächter-Glitch habe ich ja ausgenutzt und habe mir so eine antike Bauteile-Dusche gegönnt, um mir wiederum antike Pfeile kaufen zu können. Ja, und meine moralische Erklärung bzw. Ausrede ist ja, dass es ein Einzelspiel ist. Ne? Also ich es ist ja nicht so, dass man mit irgendjemandem im Wettbewerb steht. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich dann auch aufhören, irgendwelche Errungenschaften dann preiszutun, ne? Also nicht zu sagen, oh, das habe ich gemacht, das habe ich geschafft, sondern allein der Tatsache, dass ich einmal beschissen habe in dem Spiel, ist alles andere, was darauf aufbaut, ist ja dann auch im Grunde genommen nicht wirklich meine Errungenschaft, ne? So, den Chang finde ich nicht. Ich müsste doch jetzt überall schon gewesen sein in jeder Ecke, oder? Wo habe ich denn was übersehen? Der steht wieder so ganz dusselig hinter einem Baum wahrscheinlich, dass ich ihn nicht... Siehst du mal, da kann ich nicht vorbeigekommen sein, sonst hätte ich das Unkraut schon längst gerupft. Ach, guck mal da! Der Wolf lungert bei der Polente ab. Man lässt sich mein Nachbar Claudi, ist du meine Güte. Faul wie immer, nicht wahr? Sieht zumindest so aus, Gub. Hast du keinen Job, Gub? Du solltest wirklich einen haben. Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir, Gub? Gibst du mir einen Job? Du möchtest mir helfen, ja? In dem Fall könntest du für mich zu Wilma gehen. Ich habe Wilma mein Comic-App geliehen und ich bräuchte es jetzt selbst. Kannst du das für mich holen? So, jetzt wurdest du offiziell beauftragt. Unbezahlbar, weißt du? Ein kleiner, richtiger Spaßvogel. Übrigens, brauchst du irgendwas? Ich muss holen. Ach ja, ich erinnere mich, da mal ein Comicheft ausgeliehen zu haben. Dieses Spaßvogel, war das jetzt sarkastisch gemeint oder war die das... Hat die das... Ich weiß nicht, also es klang ernst, aber wenn ich so drüber nachdenke... Ah, das habe ich vor einer Weile Jens geliehen. Tut mir leid, Claudi, aber das sieht so aus, als müsstest du zu Jens gehen. Viel Spaß! Okay, hier gucke ich jetzt nochmal, ob ich Chang irgendwo sehe. Jens ist ja zum Glück zu Hause. Ich hatte dich zwar angequatscht, aber ich hatte die Tasche voll. Das macht aber gar nichts. Dann tue ich dir heute
eingefallen. Hauptsache, ich habe dich angequatscht, dann labbert er mich nicht in ein paar Tagen voll von wegen, ich habe dich ja ewig nicht gesehen. Es ist schon faszinierend. Ich meine, gut, das Spiel Breath of the Wild ist schon ewig schon 3 Tage auf dem Markt, ne? Aber was die Leute alles für Glitches gefunden haben, um die Waffen zu verbessern, ist schon geil, ne? Ich meine, Nintendo ist schon seit ewig und 3 Tage durch die Konsole manipulierbar, ne? Also es gibt unfassbar viele Leute, die da irgendwelche Programme und Unterprogramme und weiß der Geier was schreiben und tatsächlich auf die Konsole irgendwie draufspielen, um alles Mögliche mit dem Ding zu machen. Das ist schon faszinierend. Das ist schon wirklich faszinierend. Aber Nintendo sagt natürlich, sobald du ertappt wirst, wird dein kompletter Account gesperrt. Und dann kannst du diese vielleicht hunderte von Euro, die du in deinem Leben mal sozusagen in diesen Account gesteckt hast, die kannst du dir dann in der Pfeife rauchen. Deswegen solltest du es tunlichst nicht machen. Oder zum Beispiel sich nicht erwischen lassen. Und ich meine, wir Menschen sind dumm. Ne? Aus Prinzip sind wir dumm. Vor allen Dingen, die Schwarmintelligenz wird sehr, sehr überschätzt, meines Erachtens. Und wenn dann einer irgendwann mal angibt, von wegen, ja, ich habe das und das gemacht, es kommt, die Wahrheit verteidigt sich selbst. Es kommt immer irgendwie raus. Und dann stehst du da und hast deinen, was weiß ich, super gepflegten Account mit X Spielen, kannst du dann einfach nicht mehr spielen. Das ist, ich meine, die Konsole selber ist ja auch nicht gerade billig. Das wäre ziemlich töricht, sowas zu tun. Deswegen, Leute, lasst es. Auch wenn es geil ist. Ich finde es wirklich faszinierend. Von der technischen Seite finde ich es total faszinierend. Und, aber die Tatsache, dass eben Nintendo Breath of the Wild mit so vielen Glitches rausbringt, wo man nichts extra installieren muss und kann trotzdem unfassbar viel aus dem Spiel rausholen, was eigentlich gar nicht so geplant war. Das reicht doch vollkommen. Gut, manche Glitches finde ich jetzt einfach nur witzig. Würde ich nicht selber benutzen, weil... Ja. Ich finde es faszinierender, dass die da überhaupt draufgekommen sind. Ne? Durch welche Tastenkombination? Ich meine, ich drücke ja auch wie wild irgendwelche Knöpfe, wenn ich in einem Kampf bin, vor lauter Panik. Aber dass die dann auch noch wissen, was sie da für einen Käse gedrückt haben, um eben da, ne, herauszufinden, was, wie zum Geier ein gewisser Glitch eben zustande kam. Das finde ich schon faszinierend. Aber wie gesagt, der Glitch da mit diesem zeitverzögernden... Achso, warte mal, mit dir habe ich noch gar nicht geredet, oder? Hallo, Claudi, du siehst aus wie das blühende Leben. Oh mein Gott. Ja, du siehst super aus. Ist gut wie ich? Das ist eine seltsame Antwort. Oh mein Gott, aber irgendwie cool. Sag mal, Claudia, was gibt's Neues? Gibt's mehr Arbeit? Oh nein, ganz schlechtes Timing. Ich hab's ja gerade etwas erledigt. Hätte ich doch nur gewusst, dass du Arbeit suchst. So, der Harrywert habe ich auch noch nicht angesprochen. Der hat so süße Knopf. Wenn das nicht mein Nachbar Claudi ist, du meine Güte. VW, weil ich war zumindest jetzt so auspacken. Hast du keinen Job? Du solltest einen haben. Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir im Park? Gibst du mir einen Job? Nichts. Ich hab nichts. Nada, zero, niente, niet. Tut mir leid, aber versuch später nochmal einen Park. Okay. Wo ist denn dieser Chang-Mensch? Ich hab doch jetzt mit ihm gesprochen, oder? Chang. Leopold, Bertha, Jens. Achso, zu Jens soll ich auch nochmal gehen. Das gibt's doch nicht. Aber ich geh mal in die Post und schick mal die ganzen Briefe los. Vielleicht spawnt dann Chang irgendwo. Ich meine, wenn noch alles weiß wäre, könnte ich es ja vielleicht verstehen, dass ich so schäl wie ich bin, den schwarz-weißen Panda übersehen habe. Aber hey. Hey!
Es regen sich ja ziemlich viele Leute über das, die Tatsache auf, dass die Waffe zerbrechen kann. Finde ich eigentlich mittlerweile ganz geil. In Breath of the Wild. Ne? Man ist immer irgendwie auf der Suche nach Waffen und man greift alles, was geht. Und dann muss man noch jonglieren ohne Ende, weil die Trasche ja nicht wirklich viel aufnehmen kann. Ne? Und dann überlegst du, welche schmeißt du jetzt weg, welche behältst du und... Und im Haus vor allen Dingen nur drei Schilde aufhängen zu können und drei Bögen und drei Handwaffen. Das ist dann musst du dich tatsächlich für das entscheiden, ne? Für das Besondere musst du dich entscheiden. Das ist schon schwierig, ne? Vor allen Dingen, wenn du es halt gewohnt bist, dass du looten kannst wie bekloppt mit deinem unendlich füllbaren Handtäschchen. Ja, das ist schon krass, ne? Dass du dann wieder sozusagen reduziert wirst. Ich meine, das hier war auch eine Zeit lang sehr schwierig, ne? Aber es funktioniert. Man muss halt ein bisschen organisiert sein. Ich und organisiert. Aber das ist auch fürs Hirn, diese Aufgabe finde ich eigentlich ganz cool. Gefällt mir. Und dass dann halt in Breath of the Wild irgendwelche Leute es hingekriegt haben, bestimmte Werte von einzelnen Waffen auf andere Waffen zu übertragen, sodass die länger halten, das finde ich schon geil. Ich meine, wie man auf die Idee überhaupt kam, ne? Also wenn jemand ein Bedürfnis hat, dann halt so lange dran rumknubbeln und ausprobieren, bis das Bedürfnis befriedet ist, das finde ich schon... Befriedet? Ja, befrieden heißt ja eigentlich, wenn du... Naja, gut, okay. Abboxen halt, ne? Wenn du alle Streitigkeiten ausgemerzt hast und wir sprechen ja gerade von Actionspielen. Ich glaube nicht, dass Diplomatie da gefragt ist. Ich habe einen riesen Kohldampf bekommen, seit ich dich zuletzt gesehen habe, Bebe. Worum geht's? Ich will was holen. Ach Mensch, ich wollte doch nicht, dass du extra für Lupo herkommst, Bebe. Hier ist auf jeden Fall das Comic. Vergiss nicht, es abzugeben. Viel Glück, Bebe. Also, jetzt gehen wir nochmal zu Lupo, in der Hoffnung, irgendwo Chang noch zu sehen. Wenn dem nicht so ist, würde ich doch noch glattweg sagen, dann gucken wir morgen nochmal nach, wo wir den finden. Weil, ich muss so langsam wohin. So. Claudia, was gibt's? Ja, also was willst du? Lieferung. Zweifellos, das ist mein Comic, danke. Da ich dir nicht schuldig bleiben möchte, gebe ich dir dieses Outfit. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert, es ist nagelneu. Noch einmal danke. Wenn ich mal hier wieder Hilfe brauche, werde ich bestimmt dich bitten. So, dann gehen wir jetzt mal da hoch und darüber. Richtung Heimat. Und wenn dann kein Panda ist, dann hat er Pech gehabt. Vielleicht war ich auch im falschen Haus. Vielleicht war ich im Haus von am Haus von Bertha. Das ist ja dort in der Nähe. Vielleicht ist er die ganze Zeit zu Hause und wartet auf seine Lieferung. Das ist so wie letztens bei meinem Stiefvater, als er sich darüber beschwert hat, dass der Postbote per E-Mail ankündigte, er ist noch fünf Minuten weit weg. Und er sah ihn vom Fenster aus und machte sich schon bereit. Und dann stand in der E-Mail, er ist 15 Minuten weit weg und man soll doch bitte sein Zeug in der Station abholen. Gar nicht geklingelt. Ja, es war ein sehr großes Paket. Der hatte keinen Bock, die vier Stockwerke den hochzutragen, garantiert. Also das, was er mir so erzählt von seiner Post, wow. Also da haben wir hier richtig Glück. Ich meine, ich krieg öfters Post von anderen Leuten, weil unseres irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, was der da treibt. Aber es ist jetzt nicht so tragisch, weil dann mache ich halt einen Spaziergang.
dann lerne ich mal neue Straßen kennen.